Tag für Tag werden wir mehr gehetzt und gejagt. Tempo, Geräusche und schlaflose Nächte belasten unsere Nerven bis zum Zerreißen. Deshalb entfliehen immer mehr Menschen dem zermürbenden Alltag und suchen Zuflucht in der Natur und in der Einsamkeit. Wie wohltuend ist es, einmal auszuspannen, mit unseren Kindern irgendwo abseits vom Verkehr an einem herrlichen Platz, den die Natur uns bereithält. Sportliche Betätigung fördert gleichermaßen Körper und Geist. Und glücklicherweise haben das viele junge Menschen schon erkannt. Um die Gesundheit zu erhalten und die Leistungsfähigkeit zu fördern, sollte man die Möglichkeiten nutzen, die die Natur uns anbietet. Milch trinken. Viel Milch trinken. Saftige Weiden und fachmännische Aufzucht der Kühe steigern den Ertrag und garantieren die Qualität der Milch. Technik und Rationalisierung haben in jedem Bauernhof Eingang gefunden. Die Behandlung der Milch erfordert größte Sauberkeit. Und meistens übernimmt die Bäuerin die Wartung der Melkgeräte. Eine moderne Aufstellung, die man heute praktisch in jedem Stall findet, sorgt für größte Sauberkeit auch der Tiere. Die Melkmaschine ersetzt das Handmelken. So fließt die Milch durch mehrere Filter sofort in die vorgekühlten Kannen. So wie jedes Dorf seine Kirche hat, hatte früher auch jedes Dorf seine Molkerei. Heute bringen die Bauern ihre Milch zur Dorfsammelstelle. Lastwagen befördern sie dann in die nächste der vier großen Zentralmolkereien. Das ist das Ergebnis der großzügigen Rationalisierung der luxemburgischen Milchwirtschaft. Im Norden des Landes, am Fuße der Ardennen, wurde eine hochmoderne Zentralmolkerei errichtet. Hier sehen wir die Milchverarbeitungszentrale im Osten des Landes. In unmittelbarer Nähe der Hauptstadt Luxemburg sehen wir hier aus der Vogelschau die bedeutendste Molkerei des Großherzogtums und zugleich eine der modernsten der Welt. Die vierte Zentrale erfasst das im Süden gelegene Eisenerzbecken. Die Milchkannen werden automatisch geleert, gereinigt und desinfiziert. Mit der Milchannahme beginnt die Kontrolle. Die angelieferte Milch wird gewogen und auf Säure- und Fettgehalt geprüft. Die Kennnummer sowie das Gewicht der angelieferten Milch werden mit Hilfe der Elektronik festgehalten. In großen isothermen Lagertanks wird dann die Milch bis zur Verarbeitung aufbewahrt. Auch in den Molkereien ist Sauberkeit und Hygiene oberstes Gebot. Die leeren Milchflaschen werden automatisch gespült und sterilisiert. In diesem geräumigen, mit Klimaanlage versehenen Raum stehen die Abfüllmaschinen für dieses kostbare Getränk, die Milch.
Nach der Abfüllung werden die Flaschen mit einer Leichtmetallkapsel hermetisch verschlossen. Auf dem langen Weg von der Weide bis zur Flasche kommt die Milch also niemals mit der Außenluft in Berührung. Ein Ergebnis der ständigen technischen Verbesserung. Diese sinnvoll konstruierte Maschine verfertigt aus einer Spezialpappe einen unzerbrechlichen, lichtundurchlässigen Behälter für Milch, Fruchtmilch oder Schokoladenmilch. Damit der Konsument jederzeit eine einwandfreie Milch erhält, wird sie laufend in Laboratorien geprüft und analysiert. Nur durch diese ständige Kontrolle ist die Gewähr geboten, dass die Milch, dieses unentbehrliche Nahrungsmittel, in absolut einwandfreiem Zustand auf unseren Tisch kommt. Ebenso wichtig wie die Milch ist die Butter. Hier sehen wir eine der modernsten Buttereien. In diesen Maschinen wird Butter abgewogen, geformt und verpackt, ohne dass eine Hand sie berührt. In Bezug auf Hygiene kann man wirklich nicht mehr verlangen. Jeder Kommentar wird überflüssig, wenn man diese Maschinen arbeiten sieht. Im Laufe der Fabrikation werden dauernd Butterproben entnommen. Diese Proben werden dann genauestens untersucht, damit nur eine Qualität, und zwar die beste, an den Verbraucher abgegeben wird. Sie alle kennen die kleinen Butterrationen, wie sie in Hotels, in Krankenhäusern, in den Speisewagen der Eisenbahn oder im Flugzeug in netter Verpackung serviert werden. Hier ist die Maschine, die diese Miniaturpackungen herstellt. Endlich hat die Milch den Verbraucher erreicht. Ein Geschenk der Natur, das Fundament eines gesunden Körpers. Wie gut schmeckt unseren Kindern diese Milch? Muss man noch mehr über die Milch erzählen, wenn man diese zufriedenen Gesichter sieht? In vielen Fabriken hat man den günstigen Einfluss der Milch auf Leistung, Ausdauer und Gesundheit der Arbeiter erkannt. Die Arbeiter selbst freuen sich in den Arbeitspausen auf die Milch aus den Automaten. Kein Getränk kann den Durst so gut stillen wie gerade die Milch. Darüber hinaus aber spendet sie neue Kräfte. Denn sie enthält alle lebenswichtigen Eiweiße, Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine. Die Luxemburger Molkereien stellen ebenfalls eine große Anzahl bekannter und geschätzter Käsearten her. Eine Luxemburger Käseplatte zusammen mit einer Flasche Wein machen jede Mahlzeit zu einem kleinen Festessen. Tonnen und Tonnen von Stahl, die zu Bau und Einrichtung moderner Molkereien dienen, gaben den Bergleuten und Hüttenarbeitern Arbeit und Lohn. Die moderne Technik hingegen erleichtert das Leben des Bauern. So arbeiten Landwirtschaft und Industrie Hand in Hand zusammen für ein besseres, gesünderes Leben. Musik